Herr Graue, Sie als Vorstand der Star Wars haben zusammen mit Karl Eicher und Richard Diebald bei der Mitgliederversammlung verkündet, dass Sie nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stehen. Würden Sie denn im Amt bleiben, wenn es ein neues Stadion gäbe? Also diese Frage stellt sich für uns im Moment gar nicht. Wir sind im Amt. Wir werden wieder in 2 Jahren eine Mitgliederversammlung haben. Bei dieser Mitgliederversammlung können sich Mitglieder wieder für die Position des Vorstandes bewerben. Und die Mitgliederversammlung muss dann darüber entscheiden, wer Vorstand sein soll. Also für uns ist diese Frage im Moment uninteressant. Für uns ist vielmehr wichtig, wir möchten eine Entscheidung der Stadt Rosenheim, eine grundsätzliche Entscheidung, ob man ein neues Stadion haben möchte oder nicht. Wenn die Antwort negativ ausfällt, können wir mit dieser Antwort leben. Das bedeutet, dass wir den Betrieb natürlich zurückfahren müssen. In dem Umfang, wie jetzt Eishockey hier betrieben wird, kann man es auf Dauer finanziell und vernünftig wirtschaftlich und auch sportlich solide nicht führen. Kommt ein neues Stadion, öffnet das völlig neue Perspektiven. Ich denke, es wird dann einfacher, neue Sponsoren zu gewinnen. Es wird einfacher, Leute zu gewinnen, die bereit sind, bei uns mitzuarbeiten und sich bei uns zu engagieren. Jetzt haben Sie bei der Mitgliederversammlung auch gesagt, dass der Schritt kein Druckmittel gegen die Stadt sein soll. Wie kann man es denn sonst verstehen? Also bitte diesen Eindruck, den möchte ich gar nicht erst aufkommen lassen. Wir haben in den zurückliegenden 14 Jahren immer ganz hervorragend und vertrauensvoll mit der Stadt zusammengearbeitet. Es ist kein Druckmittel. Es soll darüber diskutiert werden, aber wirklich emotionslos. Emotionslos heißt nicht, dass wir emotionslose Menschen sind. Wir lieben unseren Sport. Aber es gibt auch andere Zwänge, es gibt auch andere Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Wenn man Eishockey nicht mehr betreiben kann, weil es wirtschaftlich nicht mehr darstellbar ist, weil ein Stadion, weil kein Platz da ist, weil kein Geld dafür da ist, dann ist es so, dann sind wir die Letzten, die da lamentieren und nicht auch eine solche Entscheidung mittragen würden. Jetzt gab es ja in der Sommerpause auch einige Schönheitsoperationen am Stadion. Spricht das eher dafür, dass das Katrin-Stadion behalten werden soll oder nicht? Das spricht weder für das eine noch für das andere. Ein Stadionneubau ist ein Projekt, was sich nicht in 1 oder 2 Jahren von der Planung bis über die Umsetzung bis zur Fertigstellung umsetzen lassen kann. Das braucht einen Vorlauf. Wir haben vorhin darüber gesprochen, man braucht einen Standort, man braucht eine Finanzierung für die Sache und das wird einige Jahre in Anspruch nehmen. Und bis dahin wird das Katrin-Stadion natürlich weiter benötigt, im Betrieb gehalten. Und die Maßnahmen, die jetzt jedes Jahr oder auch über die Saison getroffen werden, sind einfach notwendige Maßnahmen, um die Verkehrssicherheit zu bewahren.